ist ein Tor, das ist zum Aktivieren. Lustig. Wieder sehr lustig. Time to go. Who says there aren't benefits? Wie viel Prozent liegen wir eigentlich inzwischen? 63. Wenn ich mir überlege, wo ich noch ein Zeug markiert habe. Ja gut. Gewisse Sachen muss ich dann so gesehen mal. Illusion shattered. Fallen leaves adorn my night. Inazuma shines eternal. There is no escape. Time to go. Das ist eine Truhe. Und Elektropilze. Das Problem ist, das Problem, was ich damit habe, da unten ist halt noch Zeug. Verdammt, das ist ja noch eine Höhle. Ja gut. Das wird noch interessant. Hat doch keine Höhle. Time to go. Follow the wind. Das ist schön. Ich habe irgendwie total mit noch einer Höhle gerechnet. Says there aren't benefits to a life of wandering. Das ist eine sehr freundliche Höhle, würde ich mal sagen. Da haben wir erstmal die Truhe nämlich dann geholt. Time to go. Geht das jetzt ja, storymäßig wieder weiter? Says there aren't benefits to a life of wandering.
go. Aber nicht, was mir angezeigt wurde. Kolosse und Wüste, so nicht leicht. Das sieht zumindest gut aus. Wenn da eine Tür ist, das muss ja noch nichts heißen. Wo war denn jetzt? Das ist der hinter der Tür. Ja. Ich hör den Hebel vielleicht mal. Ja, die Tür ist offen, dann geht's weiter. Wo geht's hier lang? Da lang. Okay. Yes. Das sieht richtig aus. Brings a smile to my face. Das sieht zwar richtig aus, aber das sieht richtiger aus. Ja, hier durch, genau. Who says there aren't benefits to a life of want? Der mal so gesehen alles wieder her, damit es hier funktioniert. Die damaligen Wasserleitungen und jetzt sind es halt Sandleitungen. Sehr schön.
mal wieder im Kreis gelaufen. Hier müsste irgendwo ein Oculus sein. One with nature. Hier sehe ich zumindest nichts. Was wird hier angezeigt? Müsste ich hier irgendwo sein? Als das letzte Fragment die Taube von Elopar aus dem zerstörten Blick des Shin, siehst du Feuer und Schwerter. Du siehst das kalte Mondlicht, cremigen Honig, durch den goldenen Honig hindurch siehst du die darunter verborgene Verschwörung. Die Prinzessin, die Konsequenzen ihres versehentlichen Fehlers sah, verlor ihre Vernunft. Ihr unbesiegbarer Ehemann wurde von der Tragödie erschüttert, sein gieriges Herz wurde von der Ekstase geblendet. All das Leid, die Freude und der Wahnsinn wurden schließlich zur Nahrung, die die Mutter der Djinn verschlang. Der Vorhang fällt für das Bacchanal der Nacht des Honigs, so ein Ende der Geliebten des Djinn. Denn wenn irgendetwas mit ihm schief geht, werde ich dich fertig machen. Schädlich, hä? Süchtig vielleicht. Das geht auch nicht, also nichts ist erlaubt. Goldener Honig, goldene Intrige, der Abschied ist herzzerreißend, aber die Dynastie wird in den Händen der Thronräubers weiter bestehen. Was meinst du damit? Was ich meine, hast du schon gesehen. Ich dachte, er könnte dieses Land eine bessere Zukunft bringen, aber er unterscheidet sich nicht von diesen leichten, sterblichen Tyrannen. Diese Tatsache machte mich wütend. Nein, sie tat mir weh, aber war wahnsinnig und zutiefst in ihn verliebt. Aber wenn er mich so betrügt, nur mit dreifachen Zerstörungen kann mein Kummer gelindert werden, vielleicht. Kurz gesagt, so habe ich mir die Hände und Herzen meiner eigenen Kinder geliehen und einen makellosen Mord begangen. Das ist der Preis des Betrugs. Wir sollten besser gehen, mir stehen die Haare zu Berge. Ja. Mächtige Wesen sollte man nicht verraten. Got it, fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. Vor allem, wenn man Fehler begeht, die man am Ende nicht mehr ändern kann.
Truppe da hinten. Says there aren't benefits to a life of wandering. Time to go. Ja, das wären am Abend, aber ja. Follow the wind. Ah, kleiner Pilz. Ach, nö. Shine down. Inazuma shines eternal. Billowing surge. Rest and rebuild. Einfach nö. Vor allem, er hat doch erst gewechselt. Jetzt darf ich gleich wieder wechseln. Ja, wohl muss ich hier nicht. Es geht halt auch so. Time to go. Okay. One with nature. One with wind and cloud. Illusion shattered. Na, wenn der Sand hier so weiter fließt, wer weiß, was von der Wüste dann noch übrig bleibt. Zumindest auf langer Sicht. Muss hier nur lang genug der Sand reinfließen. The wind knows me. Ich bin ja, ich musste hier irritiert sein. Den habe ich noch nicht gesehen. Hm.
says there aren't benefits to a life of wandering? Schön ist. Die Segel brauche ich gerade nicht. Momentan ist es bei 40 Schluss, also. Ja. Into the wind. Shine down. Here come the fireworks. Now you shall perish. Hold the line. Covenant of the deep. Time to go. Fallen leaves. Adorn my night. Illusion shattered. Oh, immer das ist. Die Windschlange. Geschafft. Das sollte die wieder letzte Vorrichtung sein, okay? Flugschlange des Heiligen, der heiligen Knochen. Schick. In der Mitte der Kristallschule von Alamar. Dort können wir den Eingang zur Oase der Ewigkeit finden. Was ist los? Hast du etwas zu sagen, Jin? Ein vertrautes Gefühl, nichts Wichtiges. Wie auch immer, lasst uns erst dorthin gehen. Sei vorsichtig, mein Herr. Ich werde dich vor den Sandschirm schützen. Was soll das sein? Passt auf, es gibt eine unbekannte Kraft. Ah, du bist die Ästheterin für die Zerstörung Gurabats, Mutter der Verräter. Ich bin zurück, liebe Schwester. Schwester, ich verstehe nicht, du nennst mich Schwester? Genau, Feriges, meine ältere Schwester, ich bin da. Du bist gekommen, um unsere Herrin zu ehren, richtig? Lass mich raten, du hast einen neuen Herrn und eine Wüstensklavin mitgebracht. Ihre Art zu sprechen ist wirklich ärgerlich. Es ist nicht verwunderlich, dass sie die Schwester von Lilupa ist. Vielleicht sind all ihre Familienmitglieder so. Ah, dann wird Palmer nicht in ihrem Haus zu Gast sein. Pa, du kannst hier nicht durch. Liebe Schwester, ich verstehe deine Sorge. Ich werde mich hinknien, um dich um Verzeihung zu bitten. Aber lass mich wenigstens die schlafende Herrin sehen. Du gefallene Verräterin, bist dessen nicht mehr würdig. Im Reich der Oase ist schon lange kein Platz mehr für dich. Genug mit ihnen reden, bevor ich die Beherrschung verliere, bevor die Fesseln, die Klingen, die mich halten, geht und lasst euch hier nie wieder blicken. Meine Schwester, die Gestalt des Djinns abgelegt und sich für 1000 Jahre an diese Gestalt gebunden hat, ist das der Weg des Überlebens, den du freiwillig gewählt hast? Du bietest also wieder deine guten Absichten wie ein Almosen an, du abscheuliche enttarnte Verräterin, die Ketten, die mich binden, gehen dich nichts an.
Ah, Fesseln, Fesseln werden enger. Geht, geht. Mein Herr, noch einmal wage ich es, dich um Hilfe zu bitten. Hilf mir, meine Schwester von ihren Leiden zu befreien. Du meinst, immer noch so arrogant, so unberechenbar. Du hast mich enttäuscht, meine Schwester. War Paimon hat gar nicht verstanden, worüber sie gerade geredet haben. Und warum müssen wir plötzlich wieder kämpfen? One with nature. Illusion shattered. Billowing surge. Ghost and rebuild. Goldfish absorb. To wind strike. As one with wind and cloud. Now you shall perish. There is no escape. Ja, erst haben wir uns verteidigt und nun... sind hier die Angreifer. Boss, aber was soll's? Gleich ist er weg. Ah, meine Fesseln, meine Ketten. Du hast meine Gestalt zerstört und mein Geist wird bald verschwinden. Dumm wie ein Sterblicher, warum in einer Welt hast du diese Besessenheit? Leere Grabstätten werden irgendwann auseinanderfallen. Genau wie ich. Genau wie das unvollständige Du. Ich weiß, Schwester, aber ich werde trotzdem hingehen, wo du unsere Herrin auf ewig... wo unsere Herrin auf ewig ruht. Ist die Antwort, die ich suche. Nein, nichts da. Alles, was bleibt, ist Reue. Lebt wohl, meine Schwester. Die Orte Vorrichtung-Feriges oder der Djinn-Feriges, der die Vorrichtung bewohnt, ist für immer zum Schweigen gekommen. So, wir sind also nur noch einen Schritt von der Oase der Ewigkeit entfernt. Warum, Yed, freust du dich nicht? Ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß nicht. Endlich kann ich den Wunsch meiner Eltern erfüllen. Ich habe mich schon darauf gefreut. Aber all die Posen, die ich auf dieser Reise erlebt habe, jedes Mal, wenn ich... ja, all diese Posen, die ich auf dieser Reise erlebt habe, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, gerät mein Herz immer mehr aus den Fugen. Aber wenn ich ein Stammmitglied geworden bin, bin ich immer noch nicht frei vom Verrat und Ausbeutung. Ist das nicht wirklich ein Ort, den ich mein Zuhause nennen kann, wäre ich dort willkommen? Jed.
Ayed, hat dich nicht mit diesen unangenehmen Sachen auf. Es ist alles vorbei. Die bösen Menschen und die bösen Dinge, die wir vernichtet haben, sind nichts wert. Palmon hat recht, alles ist vorbei. Ja, du hast recht. Lass das alles im Sand vergraben sein. Wir haben was Wichtigeres zu tun. Aber seufz, ich sagte immer, zu Hause ist da, wo Papst ist. Jetzt bin ich aber ganz allein. Ach, Jed. Ist keine, die sich selbst bemitleidet. Außerdem sind wir immer noch da. Püff, Palmon, wieso bist du so sauer? Aber du hast recht. Ja, ich muss mich schnell aufpäppeln. Das ist unsere Jed. Sollten wir weitermachen? Diese Plattform wird uns nach oben bringen, oder? Haha, alles klar genug mit der Sentimentalität. Legen wir los. Dann auf. Also der Moment ist dann, wo ich sage, ich will da runter. Da noch irgendwie was erwarte. Zur Wüste von Handradev gehen. Time to go. Echo. Ich bräuchte so einen Echo-Effekt. Time to go. Wohl hätte ich, glaube ich, aber. Was? Lustgarten. Lustgarten der traumlosen Ruhe. Dies ist das Grab der Blumengöttin, der Ort für den ewigen traumlosen Schlaf einer Gottheit. Lieblose Tarantel, ihr müsst dich einfach zu Schmieröl auskochen. Okay. Ich lass das erstmal so stehen. Wir haben ja noch ein paar Erfolge. I carry memories of my home. This blade. It is. Lustgarten der ewigen Ruhe. Schick. The last link I have to the land of my garden. Follow the wind. Ja. Oh, Palmer hätte nicht gedacht, dass es so einen Ort in der Wüste geben könnte. Diese Sonne ist schon fast untergegangen, als wir aus dem Untergrund gekommen sind. Nein, hier ist das Paradies der Herrin. Es ist ein ewiger Moment, in dem sich Wasser und Himmel treffen, in dem sich Weisheit und Güte vereinen. Und dieser Moment heißt Ewigkeit. Ein paar Mal hat fast nichts davon verstanden, aber deshalb steht hier alles still, oder? Meine Eltern, ist das der Grund, warum sie diesen Ort als ihr endgültiges Ziel betrachteten? Das habe ich nicht so gemeint, Seufz, aber du kannst es interpretieren, wie du willst, armes Kind. Lustgarten. Erinnerung aktivieren. Okay. A fateful offering. Berühren. Was, hier geht's wieder los.
möchte man kaum was sagen, hier so schön wie es ist. Yay! Ich bin Gott, ich kann über Wasser laufen. Ein ewiger Traum der Üppigkeit. Erinnerung aktivieren. Berühren. Ja. Erinnerung aktivieren. Was auch immer. Erhalten. Erinnerung der Oase der Ewigkeit. Brings a smile to my face. Time to go. Das sieht halt riesengroß aus. Mann. Das ist Tim, das ist riesengroß. Also so sah es hier mal aus. Also so gesehen. Also alles wie es mal war. Überall grün. Time to go. Gut, dass ich hier einfach mal ein bisschen lang gelaufen bin. Das hätte ich wahrscheinlich sehr bereut. Time to go. Ein Holz kann man hier auch farmen. Einfach nur schick. Das ist einfach nur schick. Time to go. Time to go. Echt schön gemacht. Unerwartet. Riesen sitzen hineinlegen. Riesen. Folge die Knospe der Ewigkeit und finde die längst verlorenen Erinnerungen wieder. Du merkst, dass jeder der Inschriften auf den drei Thronen eine Rune fehlt. Vielleicht kann man die Hinweise in der Inschrift nutzen, um die verlorenen Runen wieder zu finden. Folge die Knospe der Ewigkeit und finde die längst verlorenen Erinnerungen wieder. Du merkst, dass jeder, ja. Aber jetzt habe ich das da reingelegt. Shit. Shit happens.
aber heißt das nicht. Und das hätte... Okay, das hätte eh nur in den einen reingepasst. Trotzdem müssen wir uns hier hinsetzen. Meine Herrin, sie ist nicht hier. Dennoch finde ich hier ein Fragment von mir selbst. Als das glitzernde Fragment in die Zauberflasche von Lupa eintrang, spürst du wie ein Teil aus dem verstörenden Blick des Djinn, siehst du einen Palast und einen Garten aus roten Jadesteinen, in denen eine Unzahl lebendiger Pflanzen blüht, die sich an ewigen Gesang der Vögel erfreuen. Die Djinn sind die begabtesten Diener der Herren der Blumen und ihre Musikanten, die sie schenken ihr Wein ein. In ihren Garten tanzen verrückte Mönche und zerlumpte Landstreicher, Spiralvögel und zum Rhythmus der Narzissen und trinken das Blut der Töchter der Rebe. Es ist ein Garten wie kein anderer. Es war ein Ort, an dem die Herrin der Blumen lebt und jetzt ein Grab, wo sie schläft. Die Rosen blühen wie knisternde Flammen, die das Leben der Nachtigall in Brand setzen. Die Kerzen brennen. Kerz brennt leise wie ein Lächeln, aber sie bietet den herannahenden Motten nur Verderben. Du siehst, wie sie die Hand ausstreckt, und du siehst ihre Haut, die wie ein Mondlicht schimmert. Ihre unbeschreibliche Schönheit fällt dir auf. Es scheint, als ob jeder Djinn ihre Blüten ihr Blütenblatt wäre und jeder Duft von ihr käme, und dann begegnest du ihren Blick. In ihren Augen ist nichts zu finden, nur eine endlose Leere, in die du hineinfällst, erfüllt von Angst. Du kommst allmählich wieder zu Bewusstsein, und Yed hält deine Hand mit einem besorgten Blick. Du bist aufgewacht, wie geht es dir? Du hast gerade seufzt, egal, wichtig ist, dass es dir gut geht. Was hast du gesehen? Du siehst aus, als hättest du einen langen Traum gehabt. Sieht wirklich gruselig aus. Ich habe die Herrin der Blumen gesehen. Sie ist nicht mehr da. Er hat uns belogen. Er hat uns alle belogen. Was meinst du? Nichts, nur mein alter Pakt ist gebrochen. Ich glaube, ich bin frei. Der König der Wüste hat uns eins versprochen, dass die Herrin der Blumen hier schlummert und eines Tages erwachen wird, aber wie selbst unser Herrn ist gestorben, er hat mich belogen, er hat mein Volk belogen. Ich sollte in diesem Moment für diese Wüste, für den Tod meiner Herrin, einen wilden Hass auf ihn empfinden, so wie ich ihn auch einmal wild liebte und bewunderte. Aber ich habe keinen Willen mehr zu hassen. Wieso? Vielleicht heißt das die Freiheit. Ist das so? Erspar mir dein Mitleid. Du bleibst immer noch mein Herr. Und unser Pakt ist noch nicht beendet. Lass uns aufbrechen. Geht, wartet noch auf dich. Ja, ich sehe da drüben einen ziemlich guten Ort. Ich gehe zuerst dorthin. Vergiss nicht bald zu kommen. Djinn Zauberflasche Lilupa 3. Durch die Interaktion mit den Djinn-Zweigen in den Djinn-Schränken kannst du Lilupa auch befehlen, einen Sandsturm zu ersticken oder diesen herbeizurufen. Time to go. Voll geblühtende Ewigkeit.
so viele Blüten sind hier gar nicht. Dieser Ort erpasste den alten Skizzen im Tagebuch meiner Mutter. Wir sind hier richtig. Ein schöner Ort, um in Ruhe zu schlafen, oder? Ja. Eine Wüste voller Krisen, all der Verrat und die Intrigen, unverzeihlich und unvergessliche Fälle. Alle haben ihn noch deutlich vor Auge. Aber hier fühle ich mich ruhig und glücklich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dieser Ort ist der letzte Wohnsitz der Herrin der Blumen. Ein unveränderlicher Ort in den Tiefen der Erde, gesegnet durch die Gnade des Himmels. Ein Ort, wo das letzte Überbleibsel ihres Geistes liegt. Und obwohl sie schon lange weg ist, bleibt dieser Ort so ruhig wie am Anfang, als wäre er nie gestört worden. Daher werden diejenigen, die an diesen Ort ankommen, nur Frieden und Freude empfinden. Denn die Herrin war einst die Hüterin der Verrückten, Mönche und verirrten Durchreisenden. Für sie war dieser Ort tatsächlich ein Paradies, der sie ihr Zuhause nennen konnten. Ohne etwas zu sagen, legt Jade leise die Notizen ihrer Mutter hin und lehnt Jebrails große Axt zur Seite. Es ist, als wären sie nie weit weg gewesen. Tut mir leid, mir fehlen im Moment einfach die Worte. Es ist, als hätte die Zeit vergessen zu fließen. Alles bleibt still. Aus irgendeinem Grund habe ich sogar vergessen, die wunderbare Aussicht zu bewundern. Ich spüre nur die Ruhe. Meine Eltern können endlich an solchen Orten mit gefallener Gottheit ruhen. Auch wenn ich wünschte, sie wären nie gegangen. Ich wünschte mir wirklich, dass sie für immer hier bleiben könnten. Und nie wieder von der Zeit vergessen würden. Als wir eintraten, haben wir die Kraft der Fragmente gestört und die Vorrichtung zerbrochen, die alles hier stabil hielten. Dieser Ort wird früher oder später einstürzen und von Sand verschluckt werden. An diesem Zeitpunkt wird auch die restliche Kraft der Herren, die diese Oase beschützt, für immer entschwinden. Das ist ein unvermeidliches Schicksal. Ja, das weiß ich, aber bevor das passiert haben, sich meine Eltern wenigstens wieder vereint. So, als wären sie nie getrennt gewesen. Vielleicht werde ich eines Tages auch hierher zurückkommen wollen. Wenn ich keine Lust mehr auf Abenteuer habe und jeder Ort, den ich zu Hause nennen kann, hinter mir gelassen habe. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich wohl einfach sagen, ich bin zurück. Und dann lege ich mich zwischen meine Eltern und falle in einen tiefen Schlaf. Dieser Tag ist noch weit weg. Im Moment müsste Jebrail glücklich sein. Er lächelt nicht, aber Paimon ist sicher, dass er glücklich ist. Danke, Paimon. Und Eda, vielen Dank, dass du mich die ganze Zeit begleitet hast, um meinen einwilligen Wunsch zu erfüllen. Aber ich würde gerne ein bisschen Zeit mit meinen Eltern alleine verbringen. Ich verstehe. Ja, danke dir. Mein Herr, ich muss dir etwas sagen, wenn du einen Moment Zeit für mich hast. Tizen und Ufrei. Ei, das war eine Menge. An meine süßeste Tochter, je 1000 Umarmungen und 1000 Küsse für dich. Möge das unveränderliche Mondlicht dir 1000 Arten von Glück schenken. Möge die autokratische Sonne ausschließlich dir verzeihen und dich verwöhnen. Wenn du diese Seite liest, bist du sicher schon zu einer klugen und schönen jungen Frau geworden, oder? Ich hoffe, du weißt, dass ich mir heute Abend hier vorstelle, wie hübsch du geworden bist und wie du meine Weisheit und Schönheit sowie Widerstandsfähigkeit und Eigensinnigkeit deines Vaters erbst. Ich stelle mir vor,
wie du in den Abschlussanzug der Akademie aussiehst, wie stolz du als Familienoberhaupt bist und wie du dein schönstes Leben führst, während Jeperil und ich alt geworden sind. Haha. Ich weiß, was du gerade denkst, du böses Mädchen. Du musst versuchen, mir diese Worte vorzulesen, um mich absichtlich in Verlegenheit zu bringen. Selbst dann hoffe ich, dass du weißt, dass ich diese Hoffnung und Wünsche aufgeschrieben habe und dass ich mir ein solches Glück vorgestellt habe. Seltsam, dieses Heft war doch für akademische Notizen gedacht. Stattdessen habe ich unbewusst all meine Erwartungen an dich aufgeschrieben. Macht mich das Muttersein so sentimental. Ich wünschte, es gäbe einen Tag, an dem wir stolz aufeinander wären, auch wenn die Winde des Schicksals unsere Düne in ein Durcheinander gebracht und uns aller guten Erwartungen beraubt haben. Hoffe ich, dass du mir in die Augen sehen und mir sagen würdest, das, was ich diese unerfahrene Mutter dir gebracht habe, nicht nur bedauern sei. Es tut mir leid, dass ich dir nicht das beste Zuhause gegeben habe. Aber ich bin sehr glücklich, deine Mutter zu sein und die Frau von Jeperil zu sein. Ach, wirklich, während ich dieses Tage beschreibe, suchst du noch in meinen Armen Ärger, indem du deine kleinen schwarzen Hände in die Tinte tauchst und dir ein blumiges Gesicht malst. Willst du eine kleine Malerin werden oder willst du die Albträume deiner Mutter vertreiben, so wie die nachts in der Wüste herumwandernde Dämonengeister? Ja, schlaf gut, meine kleine Antilope. Lass mich dieses Lied aufnehmen, das dich friedlich einschlafen lässt. Ich hoffe, dass du dich daran erinnerst, wie du dich an mich erinnerst. Die Sterne steigen über die Wildnis auf. Auch Nachtigallen sind müde von einem Tag so lang, ist an der Zeit, die Krone der Rose abzunehmen und der Staub der Hettich mit Wein abzuwaschen. Schlaf, schlaf heißt die ewige Oase, denn ein einsamen Wanderer willkommen. Hier ist die Quelle kühl und frisch. Hier sind die Erinnerungen für immer süß. Schlaf, schlaf, goldenes Traumland. Wink den wandernden Sand. Trink nicht bitter das salzige Wasser, denn hier werden die Sorgen vor morgen vertrieben. Ei. Sie ist ein gutes Kind, mein Herr. Sie ist nur von Natur aus knallhart, sie ist vielleicht kein helles Köpfchen, aber ihr Instinkt fürs Überleben ist scharf genug. Sie kann erkennen, wer sie zum Bluten bringen will, und wenn sie eine solche Absicht spürt, gibt sie alles, um ohne Gnade zurückzuschlagen, egal wie viel Intimität zwischen ihnen liegen mag. Doch sie weiß noch nicht, welche Fallstricke sie erwarten, sie weiß noch nicht, wie irreal und heuchlerisch das Zuhause ist, für das sie kämpft. Mein Herr, wenn sie dir wichtig ist, passt bitte auch gut auf sie auf. Natürlich ist das nur ein kleiner Vorschlag von mir. Du kannst ihn als eine Sühne einer Mutter betrachten. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a one.